Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Ghost Trick. Ja, wir steigen direkt ein. Lesen erstmal wieder unsere Gedanken. Immer am Anfang Gedanken lesen. In Ordnung, Mann. Halten Sie diese Explosion auf, ja? Sie haben leicht reden. Und naiv ist es auch noch. Wenn Sie die Explosion aufhalten, tötet er mich einfach auf anderem Weg. In Ordnung. Dann halten Sie eben direkt den Mann in Rot auf, ja? Ich wiederhole, Sie haben leicht reden. Und das ist obendrein fast unmöglich. Diese große Explosion hat ihn nicht einmal zum Blinzeln gebracht. Was schlagen Sie dann vor, Prof? Prof? Bläh. Bitte erleuchten Sie uns. Die beste Chance ist, mich während der Explosion zu retten, ohne dass er es merkt. Sie haben alle leicht reden. Boah, was sind das nur für Leute? Jetzt tun sie doch schon irgendwas. Wir schauen einfach, dass sie hier reinfällt. Es nützt nichts, ich kann sie nicht öffnen. Kann es vielleicht daran liegen, dass der Professor drauf steht? Ich sehe vielleicht klein aus, aber ich bin schwer. Und er scheint auch noch stolz darauf zu sein. Verdammt, ich habe seine Stimme übrigens vergessen. Diese Tür. Sein Pech. Schade, dass sie sich nicht nach unten öffnet. Manchmal ist das Leben hart. Finden Sie nicht, Professor? Ja, deshalb sind wir jetzt auch beide tot. Eine Tür, die sich nach unten öffnet, Aber da komme ich nicht, wobei ich mich gerade frage, was das eigentlich ist. So, wie hier, wir haben noch das, wir haben das. Wir können das Teil benutzen. Wenn ich das untersuche, wohin kommen wir dann? Idiot, was tun Sie da? Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Da setzen die Falle in Bewegung. Oh, ja. Ich dachte mir, Er dachte, er jagt mich einfach mal in die Luft. Ups, mein Fehler. Aber es gibt nicht allzu viel, von dem ich hier Besitz ergreifen kann. Stimmt halt. Ich kann das Teil, das kann aber nichts. Ich kann das hier. Was in einer Welt ist das für ein Ding? In diesem Gerät wurden die Meteoritendaten eingegeben. Wenn es Temsig-Strahlung erkennt, schlägt es aus. Verstanden, Junge? Ist es nicht herrlich? Manchmal sollte man nicht zu sehr über die Dinge nachdenken. Was für ein bemitleidenswertes Paar. Kann er nichts machen. Er ist ganz tot, aber wie ich es mir schon dachte, schlägt es aus. Das ist die Quelle seiner Kräfte. Wenn ich sie entferne... Er ist nicht tot? Es ist nur... Er ist nur nicht da. Die wahre Form des Manipulators kann man nicht entdecken. Er ist ein Geist. Ne, ich komme auch nicht nach oben auf das Teil. Sollte dann eigentlich aufstehen, ja. Das Problem ist, dass ich nirgendwo hin kann. Sie sind ein cleverer Mann, Inspektor Cabanela. Es ist wirklich wahr, Sie sind... Ich habe wegen Ihnen heute Nacht viel Zeit verschwendet, Inspektor. Und so weiter. Es ist so, wie Sie sagen. Und so weiter. Kann er bis jetzt noch nichts machen. Aber ich speichere schnell, dann muss ich den ganzen Dialog nicht mehr machen, falls ich was versagen sollte. Also, Professor. Ich werde das Land heute Nacht für immer verlassen. Doch zuvor lösche ich alle Beweise,
Lol, wieso ist da ein Punkt? Fail, der ist auf meinem Laptop. Oh, da schicke ich alle Beweise dafür aus, dass meine Kräfte existieren. Zusammen mit der Falle in diesem Zimmer. Wohin kann ich? Nee. Nee, nee, nee. Nirgendwo Wichtiges. Was soll ich denn bis jetzt gemacht haben? Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, läuft uns die Zeit davon, Baby. Ich weiß, das vielleicht könnten Sie glatt weglassen. Aber es gibt nicht allzu viel, von dem ich die Besitzer greifen kann. Sieht aus, als wäre alles vorbei. Es sei denn, ich finde einen anderen Weg. Ich sitze in der Klemme. Sissel. Ich kenne diese Stimme. Hilf mir. Wo bist du? Finde mich. Bevor ich weggerissen werde. Was ist das für eine schwache Stimme, die um Hilfe ruft? Er ist hier. Ein Freund von Ihnen? Aber die Stimme verkackt. Ja, ein kleiner Kerl, der schwach aussieht, aber überraschend stark ist. Nun, er bittet Sie, ihn zu finden. Und das ist noch, bevor er weggerissen wird. Ich habe fast keine Zeit mehr. Soll ich nach ihm suchen? Ich komme gar nicht hin. Ich komme verdammt nochmal nirgendwo hin. Das ist nicht, ich kann sie nicht öffnen. Kannst du vielleicht da... Hatten wir schon. Sieht auch noch stolz darauf aus. Diese Tür. Super, ich schade, dass sie... Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Wie soll ich ihn finden? Wie soll ich ihn finden? Wie denn? Ich höre nur die ganze Zeit diese Maus. Weißt du nicht, wo sie ist? Nein, das ist die Taube. Sissel. Da ist er wieder. Leb wohl. Was? Klingt, als wäre ihr kleiner Freund weggerissen worden. Wo war er nur? Vielleicht hätten sie ihn irgendwie finden sollen. Vielleicht hätten sie sich umsehen sollen, Baby. In jeder Ecke. Und jetzt, vielleicht sollte ich von vorne beginnen. Beginnen wir von vorne. Wo könnte er sein? Das Blatt, irgendwo muss ein Blatt sein. Ich werde das Land heute Nacht für immer dort verlassen, doch zuvor bla 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 bla. Bla 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 bla. Zusammen mit der Falle in diesem Zimmer, bla bla. Ultra lag. Bla 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 Zeit, bla 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 bla. Bla 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 Sissel. Bla bla bla. Hilf mir. Bla 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 bla. Finde mich, bevor ich weggerissen werde. Bla 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 bla. Ja, bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Stark. Bla 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 finden. Bla 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 bla. Er weggerissen. Bla bla. Bla 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 bla. So. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Er wird sicher irgendwo da unten sein. Hab ihn gefunden.
Es waren doch Mäuse, nicht die Eule. Sessel, ich bin hier! Oh, da bist du ja! Ich bin's, Rakete! Was tust du da? Musst du das echt fragen? Im Ernst, ist das nötig? Nein, schon gut. Wie auch immer, ich brauche deine Kräfte. Hilfst du mir? Natürlich! Warte, ich komme zu euch! Okay, hier bin ich, Sissel. Vielleicht fließen die Dinge jetzt in eine neue Richtung. Obwohl der Fluss im Abwasserkanal etwas stinkig ist. Okay, halten wir diese Explosion auf. Nein, das geht nicht. Okay, dann schalten wir den Mann rot aus. Nein, das können wir auch nicht. Dies geht nicht. Jenes können wir nicht. Was können wir denn dann tun? Wir lassen die Explosion zu. Dann retten wir den alten Taubenmann, ohne dass es der Mann in Not bemerkt. Deine Kräfte sind der Schlüssel dazu, Rakete. Oh, da bin ich mir nicht sicher, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben nur Sekunden Zeit. Wir dürfen unsere Chance nicht verpassen. So, jetzt verpassen wir sie nicht mehr. Kann ich denn eigentlich tauschen? Ja. Oh, diese quinkenden Typen sind irgendwie etwas ganz schön aufgeregt. Über irgendetwas. Sissel, ein tierisches Instinkt übernehmen die Kontrolle. Ich fürchte, du müsstest am Leben sein, um sie zu jagen. In der Mülltonne muss ein Rattenfest mal sein. Diese Viecher veranstalten gewöhnlich einen größeren Aufruhr als jetzt. Einen größeren Aufruhr? Hoffentlich schaffe ich es zeitlich. Was Besseres fällt mir nicht ein. Was ist los mit denen noch mehr? Und noch mehr und noch mehr! Verdammt, wie viele verdammte Ratten gibt's denn da? Nun, das nenne ich einen ordentlichen Aufruhr. Sie bringen die Mülltonne geradezu zum Tanzen. Offen gestanden habe ich gerade auch Lust zu tanzen. Es wird immer schwerer, meine wilden Instinkte zu kontrollieren. Ein gefährlicher Haufen. Okay. Ich muss das Teil rollen lassen. Dann hiermit tauschen. Hoffen, dass es umkippt. Und es dann mit dem Boden tauschen. Das ist doof. Jetzt muss ich nicht warten, bis es umkippt. Na verdammt, es liegt noch nicht.
Das soll es eigentlich jetzt bringen. Vorsicht! Und wir haben den Typen gerettet. Und man sieht es nicht, weil es drauf liegt. Tut mir leid, mein Täubchen. Was Sie angeht, Inspektor. Ich hätte eine kleine Aufgabe für Sie. Ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 gebrochene Knochen. Egal, das hindert mich nicht daran, Sie zu manipulieren. Es tut sicher nur ein ganz kleines bisschen weh, wenn ich Sie bewege. Oder vielleicht doch eher sehr. Verdammt seien Sie. Die Taube hat seit als einzigste geblickt. Ich kann es kaum glauben. Sie haben es tatsächlich geschafft. Tut mir leid, Inspektor Campanella. Ich konnte Ihnen nicht helfen. Da liege ich, ein armer Haufen gebrochener Arme und Beine. Aber egal, ich habe die Show genossen. Das magische Verschwinden. Das magische Verschwinden, meine und ich. Das magische Verschwinden, meine ich. Unvergleichlich, Baby. Ja, außer, dass es im Gegensatz zu einem normalen Zaubertrick kein Nager war, der spurlos verschwand. So, jetzt fehlt nur noch Campanella zu retten. Den wir hoffentlich auch irgendwie hinkriegen. Was ist los? Sie sehen aus, als wären sie lieber tot. Was sie ja auch sind. Mir ist nur gerade eingefallen, dass mein wahres Ich, dem Justizminister in diesem Moment einen echten Schrecken einjagt. Oh, der Anruf, ja. Er war sehr aufgebracht. Entschuldigt, mein Herr. Sie sollten nicht so gemein sein. Was ist das für ein lebhafter, kleiner, putziger Fellball? Oh, dieser Hund ist der Krieger, der Camilla beschützt. Zumindest wäre das, wenn er tatsächlich noch lebhaft wäre. Camilla. Meine Güte, ja, so eine schreckliche Angelegenheit. Das arme kleine Mädchen, eine Geisel. Eine grausame Wendung des Schicksals. Moment, Freundin Camilla ist eine Geisel? Ja, es tut uns leid, kleiner Krieger. Freundin Camilla, eine Geisel? Was ist eine Geisel? Jedenfalls Inspektor Campanella. Komplette Ignoranz. Es ist Zeit, ihr Leben zu retten. Als sie es vorhin versucht haben, sind sie ja nicht weit gekommen. Aber dieses Mal ist es anders, nicht wahr, Sissel? Das stimmt. Wenn wir zusammenarbeiten, ist die Lage gleich ganz anders. Wir retten den Inspektor in Weiß. Und dann befreien wir Camilla, okay? Okay, bringen wir es schnell hinter uns. Ach, Kinder. Ich fühle mich ja wie eine Nebensache. In Ordnung, legen wir los. Inspektor Campanella ist oben. Also müssen wir zuerst dorthin. Sissel, ich gehe zuerst hoch und warte dort auf dich. Okay, Turtelteilchen, wir brauchen deine Hilfe. Bring dieses Messgerät nach oben. Herr Geist steckt darin, also lass es nicht fallen. Yay! Luftpost? Ich habe kurz gedacht, es bleibt hängen. Ist echt noch zu kurz. Und speichere ich kurz. Jo, das war's mit dem Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann könnt ihr ja wie immer einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen.
Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten wiedersehen, indem wir dann hoffentlich Cabanela retten können. Servus, Leute.